Du sagtest gerade, dass Konzerte nicht mehr so gut besucht werden. Ich habe bei den Duisburger Akzenten genau das Gegenteil erlebt und du auch. Da waren also selbst kleinste Locations voll belegt. Nehmen wir den Kirchgarten oder nehmen wir beispielsweise das Hübi. Die Leute, die stapelten sich da teilweise. Naja, ich habe ja gerade eher gesprochen von so einer Gesamtentwicklung in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren, wo sich das halt so entwickelt hat, dass im Großen diese Vorstellung von Events das Konzert in dem Sinne verdrängt hat, wobei da natürlich immer Künstler gibt und gab, die mit diesen ganzen Tendenzen und Entwicklungen eigentlich nichts zu tun haben, weil die ihr Publikum haben. So, das ist ja Gott sei Dank sowieso so. Aber du wolltest ja, glaube ich, einen Bogen zu den Akzenten schlagen. Könnte sein. Könnte sein. Ja, Akzente war natürlich super dieses Jahr. Ich fand das vor allem auch sehr geil, das halt wirklich auf Ruhrort zu reduzieren. Und Ruhrort hat sich wirklich verändert in den zwei Wochen. Ich fand das sehr schön, auch wenn ich selber nur 3 oder 4 Tage da war. War das halt einfach eine, ja, so eine Atmosphäre, wie ich die da bisher nicht erlebt habe. Und eben auch das, alles, was wir gerade kritisiert haben, dieses von oben herabgedachte und konzeptionelle, weil es 2010, war da eben nicht zu spüren. Da war nichts Aufgesetztes, sondern war einfach so, als wäre da einfach was aufgewacht. Wir haben gerade lieben Besuch bekommen, Nilou. Genau. Was treibt dich zu uns? Ich habe euch hier sitzen sehen und habe mal nachfragen wollen, ob Tom heute spielt hier. Und dann hast du vor allen Dingen gesagt, ich hätte eine E-Mail von dir nicht beantwortet. Nee, einen Moment, ich muss jetzt, bevor du jetzt da was zu sagst, und du warst ganz enttäuscht, dass der hier nicht spielt, ja. Und daraufhin hat er dir aber gleich versprochen, dass du gleich ein kleines Privatkonzert zusammen mit deiner Freundin bekommst. Ganz genau, ganz ist doch geil, oder? Super. So, und jetzt zur E-Mail. Was war denn das? Normalerweise, als ich beantworte viel E-Mails, normalerweise... Was war da, erzähl? Da ging's. Ich habe dein Konzert in Aachen gesehen vor ein paar Monaten. Okay. Und eine CD ist ja nicht mehr auf dem Markt erhältlich. Da habe ich dich gefragt, ob du da noch ein Exemplar hast. Und hast du gesagt, ja, mail mir mal. Ja, dann habe ich aber wahrscheinlich einfach keine gefunden und habe das. Ich hätte mailen müssen. Auf jeden Fall. Naja, jetzt habe ich dich ja erwischt. Ja, welche CD war denn das nochmal? San Amour. San Amour, ja. Habe ich aber nach wie vor auch keine. Einzige Möglichkeit wäre, dir tatsächlich selber zu brennen. Ne, mit einem handgemalten Cover vielleicht. Soweit habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Boah, geil, dann kriegst du heute ein Privatkonzert und ein handgemaltes Cover. Ist doch wohl geil, oder? Ich Glückspilz. Ja, finde ich super. Danke für deinen Besuch. Ja, 2010 macht es möglich. Tom, jetzt steht ja in diesem Jahr ein ganz besonderes Programm bei dir auf dem Plan. Zusammen mit einem Kollegen aus Moers, der Literatur macht, der Verse schreibt. Was passiert da? Mit Werner Muth mache ich eigentlich schon seit ein paar Jahren Sachen zusammen. Also wir waren mal Nachbarn, der hat in derselben Straße in Neudorf gewohnt wie ich, in der alten Schanze. Kann ja jetzt einfach sagen, ich wohne da ja nicht mehr. schreibt sehr, sehr schöne Lyrik und ich habe 2 Platten mit ihm produziert, wo ich teilweise seine Texte zu Songs gemacht habe und andere nur untermalt habe und dann auch Bands dabei waren, die gespielt haben. Verschiedene Sprecher, manchmal habe ich Sachen gesungen, manchmal haben verschiedene Leute seine Texte gesprochen. Die erste CD heißt Ich könnte mir ein Fahrrad leihen und die zweite heißt Muths Koffer. Und wir treten immer mal wieder in losen Abständen auch zusammen auf und das ist jetzt eben auch in diesem Jahr passiert. Ist nicht so, dass das jetzt wirklich so eine aktuelle Produktion ist, wo wir also sehr massiv jetzt irgendwie spielen, aber so passiert immer wieder. Nilou, was magst du denn an Tom so gerne? Ehrlich? Ja, natürlich die Musik. Ne? Ach, auf jeden Fall. Wieder nur die Musik. Naja, ich hatte ja gar kein Gesicht vor Augen bis vor kurzem. Mhm. Letztens auch. Wie würdest du die Musik denn beschreiben? Wie würdest du das Gesicht denn beschreiben? Das machen wir gleich. Erstmal zur Musik. Ja, die ist ehrlich, ne? Wunderschön. Was schöne gefällt dir Musik. Besonders? Die Lyrik, die Stimme, die Musik? Ganz klar, ist die Kombination. Das ist beides. Das ist diese Stimme vor allen Dingen. Ja. Und jetzt zu dem Gesicht. Das Gesicht ist auch sehr schön. Danke. Abschließend, Tom. Zum Gesicht oder zur Musik? Abschließend zum Gesicht und zur Musik, nein. Hoffst du, dass du beim nächsten Mal bei der Traumzeit wieder dabei bist oder wärst du gerne wieder dabei? Ich würde gerne bei der nächsten Traumzeit machen, aber ich würde dann auch gerne was Spezielles machen. Also ich habe im Moment das, wo ich eigentlich dran arbeite. Ich wohne seit April, also ich bin seit März alleinerziehender Vater von 3 Kindern, meiner 3 Duisburger Kinder und wohne mit denen zusammen in der neuen Wohnung. Und als ich in die Wohnung
Songs zu schreiben, weil ich überhaupt gar nicht vorhatte. Aber da kann ich eben dann auch nichts gegen machen. Und ich habe innerhalb von 2-3 Wochen eigentlich eine ganze Platte geschrieben, die Nord über Südwest heißen wird. Und die eher so luftig brasilianisch so ein bisschen ist, aber auch mit sehr Texte eher dunkel, aber halt so luftiges Zeug. Und Tim Isford schreibt da auch gerade an Streichquartetten zu. Das heißt, ich werde das irgendwann im Laufe des Jahres aufnehmen. Wahrscheinlich mit Bass, Schlagzeug, ich noch eine weibliche Stimme und Streichquartett. Und ja, das wäre eine Sache, also sowas hier auf die Bühne zu bringen, eher sowas Kammermusikalisches oder was Besonderes eben. Jetzt nicht nur ein Solokonzert von mir, habe ich auch immer Spaß dran, klar. Aber gerade in so einem Rahmen, in der eigenen Stadt, mal sowas aufzutischen, das fände ich schön. Hört sich da verlockend für dich an? Auf jeden Fall. Prima. Dann danke ich euch beiden. Ich werde jetzt gleich mal, oder beziehungsweise wir werden jetzt gleich bei dem Privatkonzert natürlich noch ein bisschen Mäuschen spielen. Aber ich denke, Tom spielt jetzt ohnehin noch ein bisschen was für uns. Wenn ihr das wollt, kann ich ja nichts dagegen machen. Ne? Ich stimme mal ein bisschen für euch. Details an und was damit es ihr gefällt, noch großartiger werden. Du hast noch nicht alles versucht, bist längst besser als die anderen, doch noch lang nicht gut genug. Für die linke Spur zu langsam, rechte Spur zu schnell, entlang den immer gleichen Leitplatten, Scherzeichen, entlang den immer gleichen Leitplatten, Scherzeichen. Und so weiter.